Freiraum für Worte, die Geschichten erzählen. Die jungen Literaten der Kulturakademie der Klassen 9 bis 11 treffen in hoheitlicher Lage im Stuttgarter Klemswald aufeinander. In beeindruckender Atmosphäre wartet ein Tag an der Akademie Schloss Solitude auf kreative Entfaltung. Bibliotheken laden im Schlossinneren zur Spurensuche ein. Denn dort, wo Stipendiaten an Storytelling und Stilistik arbeiten, springt der Funke über auf die Kreativtalente bei der Frage ihrer persönlichen Schreibentfaltung. Also uns sind zweierlei Dinge wichtig. Das eine ist, wie kann man inspiriert werden, wie kann man Inspiration bekommen, wie kommt man in diesen Moment zu schreiben? Und der andere ist tatsächlich, wie kann man das, was schon da ist, verfeinern, verbessern, stärker die Stärken des Textes herausschimmern lassen. Und das sind so zwei unterschiedliche Momente, die wir immer wieder durchspielen, durchprobieren und so ausprobieren, dass es für die Jugendlichen irgendwann ganz intrinsisch ist, das Schreiben. Ich bin sehr erstaunt über die Jugendlichen, die an unseren Textwerkstätten teilnehmen, weil die schon mit einem sehr großen und mannigfaltigen Verständnis von Literatur hier ankommen. Sie haben ein sehr feines Sprachgefühl schon. Sie sind experimentierfreudig. Sie haben auch Ecken und Kanten. Und das ist ja das Allerinteressanteste bei Literatur. Und das sehe ich schon auch ein bisschen als unsere Aufgabe an, vielleicht auch mal hier den Horizont zu öffnen. Vom Recherchieren zum Trainieren zum Realisieren. Im Workshop kann jeder seinen eigenen Text vorstellen, bekommt Feedback und konkrete Umsetzungsideen. Ich finde, Schreiben ist ein Mitteilungsprozess, in dem ich mich der Welt mitteile und die Welt mir quasi zuhört, in der ich aber auch der Welt oder den anderen Leuten die Möglichkeit gebe, sich selbst zu identifizieren in meinen Texten und gesehen und gehört zu werden. Ich denke, man hat zwei verschiedene Arten des Schreibens. Jede Person, die schreibt, hat auch so ihre Gedichte oder ihre Texte, die so in der Schreibtischschublade bleiben oder im Notizbuch hinter verschlossenen Seiten bleiben. Auf der anderen Seite, gerade wenn man eben, wie hier bei der Kulturakademie ist oder auch bei Wettbewerben Texte einreicht, überlegt man sich natürlich schon, für welches Publikum schreibe ich, was sind das für Leute, was erwarten die von meinem Text. Die Kulturakademie setzt Weichen. Die Entscheidung, wohin die literarische Reise geht, die treffen die kreativen Schreibtalente ganz individuell, aber mit gegenseitiger Unterstützung.